Liebe Menschen 50 plus, herzlich willkommen bei BZ Nachrichten TV. Ich bin Uwe Matthias Müller und heute geht es um das Thema Demografie. Was ist Demografie? Wir reden immer darüber, ob man davor Angst haben muss oder ob das positiv oder negativ ist. Aber was bedeutet Demografie? Demografie ist die Wissenschaft von der Entwicklung der Bevölkerung. Ganz einfach, es werden Menschen geboren, es sterben Menschen, es ziehen Menschen in unsere Gesellschaft und andere ziehen aus Deutschland weg. Die Summe dessen, der Geburten und der Zuwanderer und der Sterbefälle und Auswanderer, das ist die Bevölkerungsentwicklung und die ist seit 1972 durchgehend negativ. Das heißt, es sterben mehr Menschen und es ziehen mehr Menschen aus Deutschland weg, als Menschen nach Deutschland kommen und in Deutschland geboren werden. Was bedeutet das in der Konsequenz? Wenn unsere Bevölkerung immer älter wird, müssen wir unsere Produkte und Dienstleistungen darauf einstellen. Das ist klar, junge Menschen sind in der Handhabung von Produkten und Dienstleistungen anders als ältere Menschen. Nicht besser? Eben anders. Wir haben ein Rentensystem, das auf dem Umlageverfahren beruht. Das heißt, die Jüngeren zahlen ein, damit die Älteren Rente bekommen können. Da die Älteren aber zahlreicher werden und auch länger leben, dank längerer Lebenszeit, längerer Lebenserwartung, wird die Rentenzahlung immer länger gewährt. Das heißt, weniger Menschen, die einzahlen, müssen für mehr Menschen, die Rente bekommen, aufkommen. Da die Menschen länger leben, ist auch das Risiko, dass sie kränker werden, dass die Gesundheit abnimmt, größer, die Gesundheitskosten steigen. Um die Summe zu ziehen, die Sozialkosten steigen, aber die Menschen, die die Sozialkosten aufbringen, werden weniger. Deswegen brauchen wir eine Reform des Sozialsystems, nicht nur des Gesundheitskostensystems, sondern auch des Rentensystems, damit alle Menschen, nicht nur die, die einzahlen, sondern auch die, die in Rente sind und von den Alterseinkünften leben müssen, gut existieren können. Diese Reform muss jetzt kommen, im Jahr 2019 und nicht erst 2030 oder 35, wenn 15 Millionen zusätzliche Babyboomer, die viel Geld verdient haben, hohe Einkünfte generiert haben und dann auch eine hohe Rente erwarten, nicht mehr im Arbeitsprozess sein werden. Dafür plädieren wir als Bundesverband Initiative 50 plus und es wäre schön, wenn Sie uns dabei unterstützen. Ich danke Ihnen. Wir bleiben für Sie am Ball.